Wir haben vor 10 Jahren unsere Palliativeinheit gegründet, um Schwerkranken und deren Angehörigen unter professionellen Bedingungen einen Ort zu geben, wo sie bestmöglich behandelt werden können. Mein Name ist Annette Granse. Ich bin Palliativ-Care-Schwester seit 10 Jahren. Ich habe die Palliativeinheit mit anderen Berufsgruppen zusammen aufgebaut. Wir sind fast immer noch in der gleichen Besetzung. Bei der Behandlung der Patienten geht es um Wohlbefinden, um Symptomkontrolle. Je nachdem, welche Symptome im Vordergrund stehen, haben wir alle medizinischen Mittel eines Krankenhauses der Maximalversorgung. Wir arbeiten multiprofessionell, dass wir eben mit vielen Berufsgruppen zusammenarbeiten, die alle nochmal einen anderen Blick haben auf den Patienten. Wir haben die Pusteblume als unser Leitmotiv gewählt, weil das symbolisch die Blume des Übergangs ist. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen auch wissen, dass nicht jeder Tod mit Leid und mit Schmerz verbunden ist. Es ist für die Patienten auch ganz wichtig, dass wir keine Angst davor haben, darüber zu sprechen, dass sie auch sehen, dass Tod zum Leben gehört. Zu uns kommen Patienten mit leidvollen Symptomen, die wir hier auf der Palliativeinheit behandeln. Danach kommt ein Patient eventuell auch in ein Hospiz. Im Gegensatz zum Hospiz bieten wir hier auf der Palliativstation auch eine umfassende medizinische Betreuung, kurzfristige Arzteinsätze rund um die Uhr. Meine Mutter war schwer krank und als wir nicht mehr klarkamen, haben wir halt überlegt, wie kann ich meine Mutter am besten versorgen. Wir kommunizieren sehr, sehr viel mit den Patienten und den Angehörigen und stehen immer für Fragen bereit. Ich hatte immer jemanden, der mir zugehört hatte, lange oder kurz, zwischendurch, nachts, morgens, abends. Egal, wann ich gekommen bin, hatte immer jemand Zeit. Ich habe mich sehr, sehr mitgenommen gefühlt. Wir versuchen immer herauszuarbeiten, was können wir noch Gutes tun? Wie können wir bei den Patienten noch die Lebensqualität verbessern? Wir bieten hier auch täglich physiotherapeutische Behandlungen an. Anders als auf anderen Stationen muss er nicht das tun, was zur Heilung notwendig ist, sondern etwas, was entspannt. Wir bieten hier auf der Palliativeinheit auch Musiktherapie an. Die Patienten mögen das sehr, sehr gern. Und wir freuen uns sehr, dass die Musiktherapeutin mindestens 2-mal die Woche unsere Patienten betreut. Wir haben hier einen Innenhofgarten, der direkt vor der Station liegt. Der Garten ist so gestaltet, dass es für ältere Leute angenehm ist, weil wir wissen, dass Natur sehr beruhigt. Das Besondere ist unter anderem auch bei uns, dass wir Wünsche erfüllen, die letzten Wünsche des Patienten. Meine Mutter hat sehr gerne warme Milchsuppe gegessen und dann hier nachts um 12 eine warme Milchsuppe zu bekommen, ist im Krankenhaus sonst nicht möglich. Wir versuchen, diese Station besonders geborgen einzurichten, dass es auch Sicherheit und Ruhe ausstrahlt. Wenn ich krank bin, möchte ich so versorgt werden. Es geht jetzt nicht mehr darum, das Leben zu verlängern, das Leiden zu verlängern, sondern das Leben, was noch da ist, bestmöglich zu gestalten. Und dafür sind wir eben da.